Aktion auf allen Ebenen. Heute steht ein Aufzeichnungstermin bei Radio Mir auf dem üppigen Terminkalender. Pater Slavko moderiert 3 Sendungen für den religiösen Sender, der landesweit ausgestrahlt wird. Von hier aus leitet er eine virtuelle Gebetsgruppe, bei der die Zuhörer lernen können, worauf es dabei ankommt. Darüber hinaus moderiert er noch ein Gewinnspiel, das besonders Kinder spielerisch an den Umgang mit der Bibel heranführen soll. Zentraler Kern all dieser Sendungen ist selbstverständlich die Gospa, ihre Botschaften und deren Verbreitung. Ich arbeite an den Botschaften, wo ich die dann vergleiche mit den biblischen Texten und dann die Kinder, die Leute, die mitmachen. Das heißt, zum Beispiel bekommen eine Botschaft und sie sollen dann suchen in der Heiligen Schrift so die Stelle, die korrespondiert zu der Botschaft. Und dann werden auch kleine Preise gegeben und so weiter. So, damit möchten wir hier durch das Radio Marias Botschaft kennenlernen, aber das Ziel ist, was auch nicht anders sein kann, die Bibel kennen. Chefredakteur Miljenko Stoic muss künftig auf seinen prominenten Mitarbeiter verzichten, ohne den in Medjugorje so manches hätte ganz anders kommen können. Praslavko je bio onaj koji je Međugorje, rekao bih, stavio jedne određene okvire. Pater Slavko war derjenige, der Medjugorje den Rahmen gegeben hat. Durch sein Wirken hat er dem Begriff Medjugorje überhaupt erst eine Richtung verliehen. Anfangs haben sich die Menschen gefragt, was geschieht da eigentlich? Ist das echt oder nicht? Und dann haben einige versucht, die Ereignisse für sich und ihre Zwecke zu vereinnahmen, ich würde sogar sagen, zu privatisieren. Doch dann kam Pater Slavko und hat genau das zu verhindern gewusst. Er wollte, dass Medjugorje allen Menschen zugute kommt. Nešto što pripada svim ljudima dobre volje na ovome svijetu. Kada sada sumiram. Wenn ich Slavkos Aktivitäten, die von damals und später in Medjugorje summiere, sagt sein ehemaliger Universitätsprofessor, dann komme ich zu der Überzeugung, dass Gott die Mitarbeit von Pater Slavko genauso geplant hat wie die Erscheinungen selbst. Er ist gleich zu Anfang gekommen, gut vorbereitet, mit einer soliden theologischen Ausbildung, tiefem Glauben und tadellosem priesterlichem Benehmen. Es war, als wäre er berufen gewesen, als hätten alle auf ihn gewartet. Es war sein Weg, auf diese Weise in die Geschichte einzugehen. Vom kleinen, unbedeutenden Werk, das er in seinen Pfarreien begonnen hat, bis zu einem großartigen apostolischen Wirken, das letztlich für die ganze Welt von Bedeutung war. Die Reaktionen der Massenmedien sprechen für sich. Pater Slavko gilt als Apostel auf allen Kontinenten, in allen Kulturen und bei allen Völkern.